Leo Lausemaus will nicht in den Kindergarten. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Leo Lausemaus ist groß genug und darf in den Kindergarten gehen. Aber Leo kennt dort noch niemanden und ist deswegen etwas ängstlich. Nein, Mama, ich will nicht dahin. Und Teddy auch nicht, protestiert Leo. Er hält seinen Teddy ganz fest und geht keinen Schritt mehr. Nun gut, Leo, ich will mich nicht mit dir streiten. Außerdem habe ich jede Menge zu tun, meint Leos Mama. Sie beginnt mit dem Bügeln der Wäsche. Also darf Leo zu Hause bleiben und strahlt. Als Mama fertig ist, freut sich Leo. Endlich! Jetzt kann ich mit Mama spielen. Aber schon hat Leos Mama mit dem Putzen angefangen. Oh nein, Mama soll mit mir spielen, findet Leo. Ihm ist schrecklich langweilig. Trotzig setzt er sich mit seinem Teddy in die Ecke und schmollt. Da klingelt das Telefon. Ach, Nelly, wie schön von dir zu hören, sagt Leos Mama ins Telefon. Ich will doch spielen, denkt Leo Lausemaus und zupft an Mamas Rock. Doch Mama telefoniert einfach weiter. Nachdem sie aufgelegt hat, ruft Mama. Ich muss noch einkaufen und du kommst mit. Leo möchte lieber spielen, aber der Markt ist auch interessant. Beim Einkaufen trifft Leos Mama ihre beste Freundin und erzählt ihr gleich alle Neuigkeiten. Und das dauert. Da sieht Leo, dass der Kindergarten gleich gegenüber ist und flüstert, komm Teddy, lass uns mal nachsehen, was da los ist. Leo schaut durch das Fenster in den Kindergarten. Er sieht jede Menge Kinder. Sie malen und spielen und lachen. Da hört Leo seine Mama rufen. Leo, wo bist du? Leo Lausemaus läuft schnell zurück, doch er hat einen Entschluss gefasst. Abends, als Leo in seinem kuscheligen Bettchen liegt, ruft er plötzlich, Mama, heute schlafe ich noch einmal und morgen bin ich richtig groß. Dann gehe ich in den Kindergarten. Leos Mama lächelt. Das wird dir bestimmt gefallen. Und nun träum was Schönes. Am nächsten Morgen kann Leo es kaum erwarten, endlich in den Kindergarten zu gehen. Mama bringt ihn hin und er wird gleich von den anderen Kindern begrüßt. Hallo, schön, dass du da bist. Wie heißt du denn? Komm, wir zeigen dir den Kindergarten, rufen alle durcheinander. Es geht erst einmal nach draußen auf den Spielplatz. Juhu, ruft Leo und saust die Rutsche hinunter. Alle Kinder spielen vergnügt miteinander und mittendrin ist der kleine Leo Lausemaus. Zur Mittagszeit ruft die Kindergärtnerin. Kommt alle herein! Leo findet in seiner Kindergartentasche ein Käsebrot. Nach dem Essen ist er müde. Auf dem Boden liegen dicke Matten für einen Mittagsschlaf. Leo kuschelt sich in eine Decke und schläft sofort ein. Nach dem Schlafen läuft Leo als erster auf den Spielplatz. Es gibt so viele tolle Spielsachen, dass Leo gar nicht merkt, wie schnell die Zeit vergeht. Schon kommen seine Eltern, um ihn abzuholen. Hallo Leo, komm, wir gehen nach Hause, ruft Papa ihm zu. Jetzt schon? Fragt Leo traurig.
Hier ist es so schön. Wir haben gespielt, gesungen und gemalt. Nun hast du wohl keine Angst mehr, fragt Papa. Leo antwortet, nein, jetzt bin ich ja auch schon groß. Das stimmt, du bist eine ganz große Lausemaus, freut sich Papa. Und morgen kannst du wieder in den Kindergarten gehen und Spaß haben.